Dit is de straat waar aan het eind mijn onderzoek is begonnen. Het is de Freienwaldestrasse. Aan het eind hiervan staat de voormalige Stasi-gevangenis. Waar ik in de afgelopen maanden rondleidingen heb gefilmd. Van mensen die daar gevangen hebben gezeten. En ook interviews heb gehad met deze mensen. Ik ga nu zometeen de twee laatste mensen interviewen die, waarvan ik ook de rondleidingen heb gefilmd. Dan heb ik 10 rondleidingen gefilmd en deze 10 mensen allemaal ook geïnterviewd. Er staan alweer een hoop bussen van schoolklassen die hier ook rondleidingen doen. Ongeveer de helft van de mensen die hier deze gevangenis bezoeken zijn scholieren. Ich war in so einer Zelle 3,5 Monate gehabt. 3,5 Monate hatte ich so ein Holzbett, wie wir da vorne gerade eben gesehen haben. 3,5 Monate war ich alleine. 3,5 Monate hatte ich nicht zu lesen. Und 3,5 Monate hatte ich auch wie hier 24 Stunden das Licht in meiner Zelle. An diesem Ort, ich muss bestimmte Stellen aussuchen, auch bei der Führung. Wenn ich jetzt meinetwegen unten in der eigenen Untersuchungshaft stecke, unten im U-Boot, wenn ich da mit den Besuchergruppen bin, dann muss ich vorne an der Tür stehen. Ja. Muss reingucken in den Raum. Und ich habe zum Anfang habe ich auf einer Seite gestellt und da habe ich wieder mit dem Gefangenen zur Tür geguckt. Und da habe ich Angst. Da habe ich gemerkt, ich fange an zu zittern. Wenn ich vorne an der Tür stehe, dann komme ich so vor wie der Beata damals, ich gucke rein in den Raum, dann habe ich ein ganz anderes Empfinden. Ja, wie gesagt, reingehen war nicht, also war auch zu gefährlich für die Wachleute. Was anderes haben sie gemacht, und zwar aus dem Nichts passierte einfach das hier. Wenn wir diese Position nicht hatten, wurde die Futterluke aufgerissen, mir wurde reingeschrien, Schlagposition einnehmen. Oder aber Sie haben es gerade eben gehört, dieses Geräusch mit dem Riegel, dass er den Riegel hin und her geschoben hat. Das musste gar nicht an unserer Zelle sein, es konnte irgendeine andere sein. Wir haben das alle hier gleich mitgehört. Diese Schlafstörungen, die sind heute noch laufend da. Also ich habe immer so noch irgendwie, dass ich dann plötzlich in der Nacht ein Geräusch höre, dann springe ich auf oder was. Das ist noch hier geblieben. Und im Psychoterror hier irgendwie, ich kann nicht warten. So, das ist eines der Vernehmerzimmer. Das konnte passieren, dass man gleich am nächsten Tag zur Vernehmung kam oder erst Tage später. Aber darüber wurde man auch nicht informiert. Man war ja auch niemand mehr, man war ja nur noch eine Nummer. Man wusste auch nicht, in welche Atmosphäre man hier reinkam. Auch die war manipuliert. War die nicht so gut, musste man sich dort auf diesen Hocker setzen, durfte sich nicht anlehnen und musste die Hände unter die Oberschenkel legen, mit den Handflächen nach unten und sich raufsetzen. Und weil sie die Führung machen und in die Zellen oder in die Verhörungszimmer gehen, dann habe ich gesehen, auch die Filme, dass sie immer an die Plätze von den Verhörern oder sowas geht. Ist es bewusst? Ja, natürlich. Es ist auch ein gutes Gefühl, wenn ich da heute sitze. Mhm, ja. Ja, statt mein Feind, der da vorher saß. Ja. Ich habe jetzt den Platz eingenommen, den er eingenommen hat. Und ich auf diesem Platz, da stelle ich kein Unheil an, so wie er es gemacht hat. In dem Vernehmerzimmer. Ich kann nicht da irgendwie auf dem beschleunigten Stuhl oder da am Tisch sitzen.
Ich muss immer auf diesem Stuhl vor dem Vernehmer sitzen, weil ich dann auch als Sieger praktisch da sitze. Ich sitze jetzt auf dem Stuhl, wo damals der Bert Thürer da saß. Ja, denke mal nicht, dass es zwangsläufig irgendwas mit demonstrativer Macht zu tun hat. Mhm. Heute kann ich hier in dem Sessel sitzen, wo damals die Vernehmer gesessen haben. Also vielleicht machen wir da einen aus dem Motto, aber ich denke mal nicht. Aus meiner Sicht nicht. Mhm. Ich nicht jedenfalls. Wir haben hier Geschichte zum Anschauen, Geschichte zum Anfassen, Geschichte zum, wir haben hier noch was ganz Besonderes, Geschichte zum Riechen. Was mir aber sofort solche Erinnerungen so aufbrachte, ne? Also auch, naja, wo ich dann ein bisschen geschluckt habe in dem Moment, das war diese Gerüche hier. Mhm. Weil diese Gerüche, die ja jetzt noch hier zum Teil drin stecken, diese intensiven DDR-Gerüche da in dem Gebäude, das war natürlich so eine Sache, die da war, also die von damals. Ne? Ja. Also das war eigentlich so das Stärkste, was da so kam. Es ist aber immer wieder neu erregend und immer wieder, es kommen immer wieder die Dinge hoch, auch solche Dinge, die man gar nicht so sagen kann, wenn man im Geiste sieht man sich selbst hier durch die Gänge laufen, in den zerrissenen Lumpen, in die wir damals gekleidet waren, und man spürt die Erniedrigung, wenn man vor irgendeinem jungen Unteroffizier im Laufschritt die Hände auf den Rücken dann zum Vernehmungsraum rennen musste oder solche Dinge. Das kommt immer wieder hoch und man überwindet das nur dadurch, dass man sagt, du tust was Gutes und was Nützliches. Ja. Es gibt ja im Neubau, gibt es zwei Etagen, die für den Publikumsverkehr zugänglich sind. Mhm, ja. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Etage. Hm. Die ist unheimlich. Das ist so original, sondern der alte Geist drin ist. Ich kann es kaum erklären, ja. Das ist eine andere Welt. Das ist auch nur manchmal ganz selten, dass diese alte Welt so präsent ist, dass ich kaum weiter erzählen kann. Ja. Das machen beide auch Sachen so. Ja, ja. Ich weiß auch nicht, warum ich die eine Sache noch mitnehme. Wenn man, so wie ich, insgesamt 10,5 Jahre hinter Gittern verbracht hat oder hinter Stacheldraht, dann, weil man den Mund aufgemacht hat, als es gefährlich und verboten war, und hält jetzt den Mund, wenn man reden darf, dann war es vertane Zeit. Wer die Bilder kontrolliert, kontrolliert die Erinnerung. Und wer die Erinnerung kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Und das ist ja wirklich so das Ding, die Vergangenheit hat immer einen Bezug zur Gegenwart, ist immer wichtig für die Gegenwart. Man kann aus der Vergangenheit Gutes lernen, man kann aber auch lernen, wie man es nicht machen sollte. Mhm. Also die Vergangenheit ist immer wichtig für die Zukunft. Ja, Vergangenheit sind halt immer Bilder. Teilweise als Fotos, teilweise als Malerei, heutzutage oft auch als Filme. Aber eben doch immer die Bilder im Kopf, ja, und die, ja, Vergangenheit. Und wer die kontrolliert, die Bilder, der kontrolliert dann die Erinnerung. Und welche Bilder sind den Menschen zugänglich? So wird dann auch ihre Erinnerung gesteuert, weil dann die eigenen Bilder im Kopf wieder entstehen und damit kontrolliert man die Vergangenheit, welches Bild der Vergangenheit entsteht. Also die Bilder sind ganz wichtig. Wer die Bilder kontrolliert, kontrolliert.